Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Die Season steht in den Startlöchern und ist ein sehr, sehr großes Thema aktuell. Ich hatte ja da schon mal ein Video zu gemacht und jetzt gibt es nochmal ein paar neue Erkenntnisse, neue Informationen, die ich mit euch teilen möchte. Und vor allen Dingen, was ihr für die Season vorbereiten könnt, weil ihr könnt jetzt schon ein paar Dinge machen, die euch dann später in der Season keine Zeit mehr kosten und die euch ja, wie gesagt, Zeit sparen. Es gibt Dinge, die von eurem Main Character bzw. von eurem normalen Server auf die Season übertragen wird. Und wie ihr alle schon wisst, hatte ich ja schon gesagt, werden keine Items und auch keine. Bitte lass mich porten! Oh Mann, ey. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Barbaren, deswegen weiß ich gar nicht, wie man spielt. Ich spiele nur auf dem Druiden. Vieles wird nicht übertragen. Also, eure ganzen Gegenstände werden natürlich nicht übertragen, eure legendären Gegenstände werden nicht übertragen, eure Erfahrungen zum Beispiel wird nicht übertragen. Also alles, was ihr hier so in der Box habt, wird nicht übertragen. Da startet ihr komplett mit einem neuen Charakter. Aber was übertragen wird, ist einiges von der Karte. Also ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, dass auf jeden Fall die ganze Karte sichtbar sein wird. Da war ich mir nicht ganz sicher, aber jetzt sind wir uns sicher, die Karte wird komplett sichtbar sein. Und alle Lilith-Statuen werden auch schon, so wie hier auch, eingesammelt sein. Das ist extrem wichtig, dass ihr das vorher macht, weil es gibt 160 Lilith-Statuen und jede Lilith-Statue gibt einen Bonus auf Obolusse, Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit und noch was? Was gibt's noch? Und Leben. Nee, und Willenskraft, genau, Willenskraft. Stärke, Intelligenz, Willenskraft, Geschicklichkeit, hier seht ihr das nochmal. Und maximale Obolusse. Deswegen auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr die Lilith-Statuen alle schon vor der Season einsammelt, damit ihr zum Season-Start A, die ganzen Stat-Bonus habt und B, das Ansehen der Lilith-Statuen. Ich bin hier gerade drüber. 34 mal 10 Ansehen, das sind schon 340 Ansehen, die ihr vom Start weg habt und somit habt ihr dann auch die Fertigkeitspunkte offen. Dasselbe gilt dann natürlich auch hier für die entdeckten Gebiete. Jetzt hier gerade in Havezahl sind 56, 56 mal 5 sind 280 Ansehen und bedingt zählt das auch für die Wegpunkte, weil es wird so sein, dass die Wegpunkte für die Hauptstädte frei sind, so wie wenn ihr jetzt aktuell einen neuen Charakter erstellt. Das heißt, die Wegpunkte für alle Hauptstädte in jenem Gebiet werden frei sein und euch jeweils für dieses Gebiet 20 Ansehen geben. Und das ist extrem wichtig, weil es gibt halt diesen Ansehenspfad hier. Und den so früh wie möglich in der Season abzuschließen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ihr dann noch machen müsst, ist natürlich die ganzen Dungeons nochmal farmen, die ihr schon gefarmt habt. Also in jedem Gebiet diese Nebendungeons, weil die geben 30 Ansehen und vor allen Dingen die Stützpunkte. Drei Stützpunkte in jedem Gebiet geben insgesamt jeweils 300 Ansehen pro Gebiet. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und das könnt ihr auch relativ früh machen, die Stützpunkte zu farmen, um das Ansehen zu bekommen. Also, die ganze Karte wird frei sein, die Lilith-Statuen wird übertragen und damit auch dann das Ansehen. Außerdem eine große Frage ist auch: Was passiert mit eurem normalen Charakter auf eurem normalen Spielstand und was passiert mit eurem Season Charakter am Ende der Season? Also, es wird kein einziger Charakter irgendwie in irgendeiner Art und Weise gelöscht. Die werden alle so bleiben, wie sie sind. Und der Season Charakter wird am Ende der Season übertragen zu eurem Hauptspielstand, also auf dem, wo ihr jetzt gerade spielt. Dorthin wird euer Season Charakter übertragen. Könnt ihr ihn dort dann weiterspielen, auch nach der Season. Die neue Season startet und ihr könnt in der neuen Season mit einem neuen Charakter wieder frisch reinstarten. Dazu kam auch die Frage, mit welchem Charakter man starten sollte, beziehungsweise welcher Charakter der stärkste ist für die Season. Das kann man nicht so per se sagen. Der Patch kam ja gerade raus, hat viele Buffs rausgehauen, deswegen werden sich wahrscheinlich noch der ein oder andere Build entwickeln über die nächsten Tage. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass jeder Charakter in der Season, also jeder Charakter für sich genommen hat krasse Builds und kann gut performen. Wenn ihr da mehr zu sehen wollt, empfehle ich euch extrem,
die Internetseiten D4-Builds, Maxroll und noch ein paar andere. Dort könnt ihr euch die Builds angucken. Ich werde sehr wahrscheinlich mit einem Totenbeschwörer reinstarten, weil den habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Und den möchte ich mir einmal angucken. Da ist natürlich auch zur Vorbereitung wichtig, welchen Charakter wollt ihr spielen. Es ist ja die Vermutung, dass der Paladin reinkommt. Also ich habe aus mehreren Quellen gehört, die sehr gut vernetzt sind, dass der Paladin als neue Klasse für die Season mit reinkommen sollte, soll. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Lasst mal gerne eure Meinung zur Season unten in den Kommentaren da, würde mich extrem interessieren. Wenn ihr da nichts verpassen wollt für die Infos über die Season, dann ein Follow auf dem Kanal da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr noch nicht gesehen habt, das Video abchecken. Gestern kam, vorgestern für euch kamen die Patch Notes raus. Wenn ihr da noch nicht wisst, was da rauskam, checkt mal das Video hier ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.